Es geht weiter in unserer Serie über Schulfüller. Diesmal nicht direkt ein Füller, sondern die gute alte Brausefeder. Wir sehen hier unten die Pfannenfeder, Brause, Iserlohn. Wie hieß es früher so schön? Brauchst du eine Feder, mein lieber Sohn? Nimm die von Brause aus Iserlohn. Also, dies ist die Pfannenfeder von Brause. Wir betrachten die Spitze. Wir sehen, sie ist, daher rührt der Name, pfannenförmig ausgeführt. Das soll verhindern, dass die Feder im Papier stecken bleibt. Mit dieser Brause, Pfannenfeder, haben Generationen von Schülern früher das Schreiben gelernt. Für diese Feder brauchen wir das gute alte Tintenfass und wir betrachten, wie diese Feder schreibt. Mit Druck. Na, wir müssen schon wieder eintauchen. Wir sehen, warum der Füllhalter erfunden wurde. Wir betrachten den Effekt der Pfannenfeder. Wir können sie ohne weiteres übers Papier schieben. Aber wie gesagt, das Tintenvolumen, das die Feder hält, ist sehr gering. So viel also zur guten alten Brause-Pfannenfeder.